Ja, moin Leute, herzlich willkommen bei Heidecke TV. Mein Name ist Dominik, cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, wie letzte Woche Freitag schon angekündigt, heute Special-Folge. Wir machen heute Part 2 von Wie kommen meine Haarteile an? Oder merkt überhaupt einer was? Ja, das wollen wir heute herausfinden. Das heißt, ich werde jetzt gleich mehrere Frauen und Männer gegenübertreten mit den beiden Jungs hier links und rechts und einfach mal checken, ob überhaupt irgendwas auffällt. Wenn wir das Geheimnis lüften wollen, haben die beiden Jungs hier was vorbereitet. Zeig das mal bitte in die Kamera. Die Grusel-Pictures. Die Grusel-Pictures, genau. Und damit werden wir den Leuten dann auch präsentieren, wie die beiden vorher natürlich aussehen. Wir werden jetzt gleich anfangen. Ich bin natürlich gespannt auf die Reaktion der Menschen. Und da wird bestimmt der eine oder andere dabei sein, der es gar nicht fassen kann, wie bei dem ersten Teil vor 2 Jahren. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Auf geht's! Darf ich euch mal ganz kurz was fragen? Habt ihr 2 Minuten für mich? Wir drei, also 2 von uns 3 haben kosmetisch nachhelfen lassen. Ah ja. Und ich würde euch gerne die Frage stellen, was ihr denkt, was und vor allen Dingen wer. Wer möchte denn anfangen? Sie ist Profi. Ja. Profi, perfekt. Was gehört dann kosmetisch dazu? Zähne auch? Alles. Also wenn du uns wirklich 3 siehst, alles. Wir haben 2 Jungs von uns. Du dich freust. Schieß mal los. Einfach, was denkst du? Einfach spontan, wenn du uns 3 jetzt siehst. Dann deine Stirn sieht irgendwie sehr glatt aus. Also meinst du Botox? Ja. Botox? Zum Beispiel. Okay, Botox lassen wir stehen. Bei mir vielleicht oder gar nichts oder bei ihm. Also nur 2 von uns 3. Sind wirklich, weiß ich nicht, nicht schwer. Seid alle sehr gepflegt, das lenkt so ein bisschen ab. Vielen Dank. Wir haben uns extra schick gemacht. Ja. Aber wir halten schon mal fest, Botox. Das hätte ich jetzt gedacht, ja. Okay. Ja, ja, und bei mir? Zähne? Zähne. Ja. Okay. Okay, Koloration, ist das in Ordnung bei Männern? Wie stehst du dazu? Ist mir egal, muss ist ich sagen. Egal, okay. Genau. Also wenn man es nicht doll sieht. Ich finde alles, was man doll sieht, finde ich nicht schön. Okay, und was würdest du sagen, oder auch für dich, was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass die beiden eigentlich gar keine Haare haben? Ja. Wie würdest du dazu stehen bei Männern? Wenn ein Mann eine Glatze hat? Also wenn man jetzt vielleicht eine Glatze hat, aber als Mann gefällt ihm das nicht und ich würde jetzt gerne was anderes machen. Also wenn man nachdenkt, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man glücklich ist mit dem, wie man aussieht. Das finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr einmal die Fotos zeigt, damit die Dame überhaupt mal sieht, wie ihr vorher aussah. Das ist krass, oder? Ja, wie du dich freust. Das ist krass, bei dir würde man das überhaupt nicht sehen. Also von euch dreien hätte ich gesagt, bei dir wurde nichts gemacht. Und ich hätte einen Haarteil auch wahrscheinlich, ne? Ich hätte Augenbrauen und ein bisschen ich gedacht, aber bei dir hätte ich gesagt, du bist der Natürliche und dann hätte das ich mich ist, auf die Das Beine ist so gemacht. Interessant, weil ich tatsächlich immer, wenn ich Männer mit Glatze sehe, habe ich schon sehr oft gefragt, wie würde das wohl anders aussehen. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch Kumpel, die eben auch eine Glatze haben und ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und man mag die Leute ja trotzdem und findet sie ja trotzdem auch attraktiv. Ich finde sogar auch, einige Männer steht das sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Also ist die Assistentin sich hier Lifting gemacht? Ja. Ich Lifting? Okay. Ja. Okay. Du sagst auch, ich Lifting? Ja. Okay. Vielleicht, also 2 von uns 3. Das heißt, einer muss ja noch dabei sein, der noch nachgeholfen hat. Ist bei Ihnen hier irgendwas Lippen oder so? Die Lippen? Ja, nein. Also ich weiß nicht. Was sagst du noch? Schwer. Ja, auch wenn dann bei ihm, aber ich weiß jetzt nicht was. Okay. Aber ihr würdet sagen, er ist eigentlich der natürlichste von uns dreien. Ja. Okay. Und was würdet ihr jetzt sagen, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass diese beiden Jungs nachgeholfen haben und ich euch sage, dass die eigentlich gar keine Haare haben? Also die haben gar keine Haare. Nein? Ah, so. Zeig das denen bitte einmal. Oh! Das ist krass, oder? Interessant. Wow. Interessant. Aber ist positiv, die Veränderung? Ja, sieht gut aus, ehrlich. Ja, also hätte ich nicht gedacht. Dann bedanken wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. Jo, danke. Seine Nase ist gemacht. Nase, okay. Ich glaube, weiß nicht. Hat er irgendwas? Ich glaube, er hat nichts geglättet, glaube ich. Und bei mir? Du auch nicht. Okay, aber 2 von uns 3. Das heißt Nase. Ich weiß. Nee, deine Augen sind geschminkt wahrscheinlich, aber... Ja gut, das ist jetzt wegen dem Video, aber, ja, aber sehr gutes Auge, ja? Ich weiß nicht. Wenn du nichts weißt, ist auch... Irgendwas mit seiner Stirn anders vielleicht? Ich glaube aber nicht. Botox? Ja. Alle mit seiner Stirn. Er ist viel zu jung für Botox, ich glaube nicht, dass er... Wie alt würdest du ihn schätzen? Ja, Ende 20, Anfang 30, keine Ahnung. Okay, und jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir was. Und dann möchte ich gerne mal wissen, wie alt du ihn jetzt wirklich schätzt und was die wirklich gemacht haben, okay? Das bist du. Ja.
Haaransatz verändert und auch bei dir den Haaransatz verändert. Aber hättest du das gedacht? Das ist echt krass, ja. Ziemlich und das macht Ergebnis. Kann ich nicht sagen. Vielleicht tauschen wir einmal, vielleicht ist es dann besser. So. 2 von 3. Und wo nachkommen? Das sollen Sie ja herausfinden. Das ist ja einfach nur ein Gefühl. Was denken Sie vom Gefühl? Der in der Mitte. In der Mitte, okay. Und was? Die schöne braune Farbe. Ach so. Vielleicht im Gesicht. Also, Sie meinen jetzt den Hautton. Okay, ja, okay. Genau. Super, lassen wir so stehen. Und jetzt fehlt noch einer. Sind ja noch zwei? Noch zwei? Nee, noch einer. Zwei die. Also vielleicht er oder ich oder... Ich kann nichts erkennen. Okay, dann würde ich sagen, lüften wir mal das Geheimnis. Und was sagen Sie, wenn ich Ihnen sagen würde, die Jungs haben gar keine Haare? Echt? Stark. Da muss ich genau hinschauen. Okay. Ja, schwer zu erkennen. Wenn man es weiß, vielleicht, ja. Weil der Schnitt so ganz exakt ist in der Mitte. Ich würde sogar eher. Okay. Was würdest du sagen, was? Irgendwas mit Hyaluron. Sonne, okay. Irgendwas, ich weiß nicht, Falten. Okay, okay. So, lassen wir so stehen und jetzt fehlt noch einer. Vielleicht lagst du ja gar nicht falsch. Einer von den beiden hat noch nachgeholfen. Ich glaube er gar nicht. Was sagst du? Ich glaube, er ist ja komplett raus. Weiß ich nicht. Also wirklich zwei Personen. Bereit. Zwei Personen, wirklich, das ist kein Witz. Aber wenn ihr sagt, okay, euch fällt jetzt sonst nichts auf, ist es kein Problem, dann würde ich euch jetzt sagen, wer es ist und was wir gemacht haben. Ja, sag mal. Also, ich bin schon mal nicht, die beiden haben nachgeholfen. Und wenn ich euch jetzt sage, zum Beispiel, dass diese beiden Jungs eigentlich gar keine Haare haben. Hä? Ja. Das heißt, die Haare haben wir praktisch optisch verändert. Und jetzt könnt ihr mal zeigen, wie ihr vorher aussah. Also, ich muss das ja rausholen, warte mal. Ja, krass. Das sieht man echt überhaupt. Aber du findest du das schön? Das sieht ehrlich viel, viel besser aus. Das sieht natürlich aus. Ja. Krass. Echt heftig. Okay, ich würde euch gerne noch eine Frage stellen. Wenn ihr jetzt einen coolen Typen kennenlernen würdet, ne? Und er würde euch 2, 3 Monate später sagen, dass er ein Haarteil trägt, wie würdet ihr reagieren? Also das ist ja wirklich, das ist ja keine Perücke, oder? Nee. Das ist ja richtig ein Transplant. Nee, das ist eine Transplantation. Nee. Wir haben ein Haarteil gemacht, das heißt, es ist trotzdem geklebt, so gesehen. Ah, okay. Aber es ist keine Perücke. Und muss man das dann auch auffüllen, dann, oder? Nee, du kannst das praktisch selber zu Hause einmal wechseln, einmal die Woche meinetwegen. Ah, okay. Das ist wie, als wenn du so Clip-In-Extension hättest und du würdest die jeden Tag reinmachen, so gesehen. Und die fällt auch nicht raus? Nee, nee, damit kannst du alles machen, schwimmen gehen, duschen, Sport etc. pp. Also es ist wirklich fest. Okay, für mich wäre das kein Problem, weil das ist ja so, er kümmert sich ja darum, dass er draußen optisch besser aussieht, ja. Und es ist wahrscheinlich etwas, womit er sich nicht wohlfühlt und das einfach ändern möchte. Und ich habe ihn dann ja sozusagen so kennengelernt, deswegen ist das für mich, glaube ich, kein Problem. Sehr schöne Einstellung. Siehst du es genau? Genau, ja. Perfekt. Ich glaube, wir beide müssen im Gesicht. Wir beide im Gesicht. Vom Hautton eher oder? Ja, das sieht ein bisschen nach Make-up aus. Make-up, okay. Rechts Make-up. Rechts Make-up. Bei dir Augenbrauen. Augenbrauen? Und er? Ja. Also er ist derjenige, der nichts gemacht hat. Okay, perfekt. Die beiden haben nachgeholfen und die haben eigentlich gar keine Haare. Echt? Gut gemacht. Danke. Lüftet mal das Geheimnis. Sieht gut aus. Ja, das sieht man nicht. Also dann würde ich sagen, ihr beide. Wir beide, okay. Ja, also erste Intuition. Okay. Und bei ihm würdest du sagen, er ist der Natürlichste. Also hältst du fest an uns beiden? Ja, im Gesicht? Vielleicht, ja. Ob was anderes. Deine Augenbrauen. Ja. Aber ich kann nicht sagen, was damit gemacht ist. Okay. Also 2 von uns 3 haben die Haare machen lassen. Und ich möchte ganz kurz zeigen, wer. Also, Jungs. Das ist richtig krass. Oh, krass. Veränderung. Richtig krass. Positiv? Ja, ja, auf jeden Fall. Mega. Man sieht es halt, es sieht akkurat aus. Bei ihm sieht man das überhaupt nicht. Nee, bei dir sieht man es, finde ich, auch gar nicht. Wäre ich nie drauf gekommen. Also, aber, das ist, weil ich die Haare so trage nach hinten, ne? Ich glaube auch. Halt, ich glaube auch, weil deine Frisur vielleicht allgemein auffälliger ist als deine. Auffälliger, weil du ein bisschen längere Haare hast. Wenn ihr jetzt jemanden kennenlernen würdet und ihr würdet genau wissen, dass er nachgeholfen hat, aber erst später erfahren, nach 2, 3 Monaten wird er das Geheimnis lüften. Was würdet ihr darüber denken? Findest du cool. Ist das schlimm? Was ist denn das für ein Geheimnis? Also, okay. Also ich würde es auch machen. Wir tragen ja auch Make-up oder so. Ja. Oder machen unsere Augenbrauen, schneiden unsere Haare.
ist ja eigentlich scheißegal. Ja. Ihr habt eine sehr geile Einstellung. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das geben wir auch so weiter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Danke Dank. Euch auch.